Welche Herausforderungen gibt es für Arbeitnehmer bei einer verstärkten Nutzung von Homeoffice? Die Pandemie hat ja jetzt alle in Deutschland vor große Herausforderungen gestellt, nicht nur die Beschäftigten, auch die Unternehmen. Und die Unternehmen haben ja zum großen Teil unfreiwillig viele ihrer Beschäftigten ins mobile Arbeiten oder ins Homeoffice auch schicken müssen seit März diesen Jahres. Das hat allerdings auch zu einem sehr positiven Digitalisierungsschub in den Unternehmen geführt. Und wir wissen heute aus einer Studie des IFO-Instituts in München, dass 54% der Unternehmen in Deutschland sagen, das Homeoffice wird die Pandemie überdauern. Das heißt, auch wenn wir hier wieder alle hoffentlich bald normal leben können, werden wir einen höheren Anteil an Beschäftigten haben, die im mobilen Arbeiten sind als heute oder als gestern und vorgestern. So, und das ist ja auch erstmal für die Beschäftigten eine positive Nachricht, weil viele Beschäftigten sagen, Homeoffice ist für uns schon toll, wir sparen uns die Wegezeiten zwischen dem sozusagen der Wohnung und dem Arbeitsort. Wir können unsere Arbeitszeit flexibler auch planen, haben also eine Arbeitszeitsouveränität und können auch mehr sozusagen Familie und Beruf besser miteinander verbinden. So. Gleichzeitig muss man sehen, steigt durch das Homeoffice auch für die Beschäftigten der Leistungsdruck, der Arbeitsdruck. Und viele Beschäftigte monieren auch, dass ihnen der Kontakt zu den Beschäftigten, zu ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen fehlt. Da muss man also sehr aufpassen. Das heißt, wir brauchen mindestens einen gesetzlichen Ordnungsrahmen für das mobile Arbeiten, das ist wichtig, insbesondere auch für die vielen Frauen, die im Homeoffice sind. Wir haben in der Pandemie erlebt, dass Frauen, die sowohl Homeoffice machen, auch gleichzeitig die Kinderbetreuung übernehmen mussten. Sie mussten über Monate das Homeschooling übernehmen. So, und da, wo vorher eine Aufteilung der Sorgearbeit zu Hause zwischen Mann und Frau stattgefunden hat, ist sie sozusagen durch die Pandemie verringert worden. Waren beide im Homeoffice, war die Frau diejenige, die überwiegend für die Familienaufgaben zuständig waren. Die Männer haben sich immer weiter rausgezogen und haben das Homeoffice eigentlich für ihre eigene Karriere, für Überstunden und so weiter genutzt. Und das ist nicht gut, weil das kann dazu führen, dass wir sozusagen einen Schritt zurückgehen in der Traditionalisierung von Rollenbildern. Die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen ist dadurch auch gefährdet. Und da, glaube ich, brauchen wir wirklich einen gesetzlichen Rahmen, insbesondere für die vielen Frauen im Homeoffice, dass sie diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Familienaufgaben, mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Erwerbsarbeit nicht mehr haben. Das muss besser verteilt werden. So, und da sind wir, glaube ich, als Tarifvertragspartner auch gefordert, die Arbeitgeber, genauso wie wir Gewerkschaften, dort ordentliche Bedingungen über Tarifverträge zu schaffen. Wo gibt es Handlungsbedarf? Was muss konkret getan werden, um die positiven Aspekte zu stärken? Man muss auf jeden Fall erstmal nochmal aufpassen, wo sind die Risiken, insbesondere auch für die Beschäftigten, steigender Leistungsdruck, aber eben auch das Vermissen der Kolleginnen und Kollegen. Da brauchen wir wirklich auch einen Ordnungsrahmen des Gesetzgebers, mindestens in den Bereichen, wo sich auch Unternehmen der Mitbestimmung entziehen. Da, wo die Mitbestimmung greift, da können die Tarifvertragspartner gute Regelungen über Tarifverträge hinbekommen. Aber wir haben leider auch einen immer größeren Bereich, wo Tarifpartner nicht mehr vorkommen, wo es keine Tarifverträge gibt, wo weder Unternehmen noch Beschäftigte tarifgebunden sind. Und für diese brauchen wir wirklich gesetzliche Regelungen, die die Beschäftigten schützen. Wo gibt es konkreten politischen Handlungsbedarf? Die Politik ist ja immer da gefordert, wo Tarifvertragsparteien nicht da sind, wo sich also Unternehmen der Tarifbindung entziehen. Die beste Lösung wäre natürlich, die Tarifbindung wieder zu erhöhen. Da kann die Politik wirklich einen Anteil leisten, um Unternehmen auch in die Tarifbindung zu zwingen.
Das, glaube ich, ist notwendig, weil immer weniger Beschäftigte und Unternehmen unter die Tarifbindung fallen. Das wäre sozusagen die beste Lösung. Die haben wir jetzt noch nicht, daran arbeiten wir noch miteinander. Das heißt, jetzt muss der Gesetzgeber wirklich konkrete Lösungsmöglichkeiten für die Betriebe, aber auch für die Beschäftigten geben, damit die Beschäftigten aber auch geschützt sind im Homeoffice. So, dass sie haben ihre Vorteile davon, das ist unbestreitbar, Wegfall der Wegezeiten, bessere Vereinbarkeit, aber nicht geregelt ist der Versicherungsschutz für die Beschäftigten. Was passiert denn, wenn ein Unfall passiert im Homeoffice beispielsweise? Nicht geregelt ist, wie werden denn die Arbeitszeiten erfasst? Also auch jemand, der im Homeoffice ist, der eine höhere Flexibilität hat als derjenige, der im Betrieb arbeitet, muss ja trotzdem die Arbeitszeit erfassen. Was wir auf keinen Fall wollen, ist die Entgrenzung von Erwerbsarbeit und Privatleben. Da gibt es eigene Umfragen der Hans-Böckler-Stiftung bei uns, die besagen, dass 70% der Beschäftigten eine klare Trennung von Privatleben und Erwerbsarbeit wollen. So, und bei der Homeoffice fließt das sozusagen ineinander über. So, und dann machen die Beschäftigten auch mal nach 21 Uhr ihre E-Mails auf oder machen Anrufe, wo sie vielleicht tagsüber niemanden erreicht haben, auch mal abends oder am Wochenende. Und das geht in der Regel nicht. Deshalb muss der Gesetzgeber hier klar die Arbeitszeit erfassen. Und ich will auch sagen, wir Gewerkschaften wenden uns wirklich dagegen, dass jetzt dieses Thema Homeoffice dazu missbraucht wird, das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsschutzgesetz aufzuweichen. Da gibt es ja Vorstöße, die Arbeitszeiten sozusagen nur noch wöchentlich zu erfassen und nicht mehr die tägliche Arbeitszeit zu erfassen. Das geht nicht. Da hat die Bauer, die für den Arbeitsschutz in Deutschland zuständig ist, ganz klar gesagt, ein Arbeiten über 8 Stunden täglich hinaus birgt erhöhte Unfallgefahren. Und das wollen wir auf keinen Fall. Also da muss ganz klar sein, Hände weg vom Arbeitszeitgesetz, Hände weg vom Arbeitsschutzgesetz. Der Schutz der Beschäftigten muss auch im Homeoffice gewährleistet sein.